Hallo, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Heute geht es um ein Deck aus der Witchwood Expansion, das ich tatsächlich sehr gerne spiele, wie eigentlich schon zu Beginn von Hearthstone, ja. Also nichts hat mir mehr Spaß gemacht ever als natürlich der Mage, vor allem natürlich der Tempo-Mage, wo ich ja eigentlich eher Control-Spieler bin. Allerdings der Tempo-Mage wird für immer in meinem Herzen sein. Das war das erste Deck, das ich jemals auf Rang 5 gespielt habe. Es ist das Deck gewesen, mit dem ich mein Turnier gewonnen habe, etc. Das ist immer für mich eine gute Sache. Und der Witchwood-Tempo-Mage hat jetzt wieder besonders viel Fahrt aufgenommen. Unter anderem wegen dieser schönen Karte hier, nämlich der Arcane Keysmith, die besagt, für 4 Mana und sehr schlechten 2-2er Stats kannst du ein Secret discovern, das du direkt aufs Feld bringst. Und trotz der schwachen Stats ist diese Karte unglaublich stark, da sie unglaubliches Value bringt, denn du kannst einfach situationsbedingt dir genau das Secret holen, was du gerade brauchst. Wie zum Beispiel in diesem Beispiel haben wir gegen einen Druiden gespielt und wir wissen, welche Secrets wir brauchen, um gegen einen Druiden zu gewinnen, nämlich Counterspell in diesem Fall. Und wenn man dann seine eigenen Counterspells nutzt und noch mehr Counterspells durch den Arcane Keysmith spielen kann, dann hat der Druid ganz schön schnell gelitten. Ansonsten dreht sich das Deck eigentlich nur um eines: Zauberface, Zauberface, Zauberface. Benutzt eure Zauber einfach nicht, um zu removen, sondern geht die ganze Zeit Face mit allem, was ihr habt und burnt die Gegner komplett kaputt. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt gegen einen Hadranox-Druid, der eigentlich gar nicht so leicht zu besiegen ist, denn er muss sich nur ein bisschen Armor machen und schon hast du gar nicht mehr genügend Burst Damage. Und dann kommt die Arcane Keysmith ins Spiel. Weißt du, hier, Paladin, hier! Ist das Video schon online gekommen? Ja. Ja, Leute, ist halt so. Wir haben das Video veröffentlicht, gerade eben. Das ist ein sehr witziges Video. Eine Rune. Sindersturm gegen Druid. Nicht unbedingt. Flex, wir gehen davon aus, dass es so 19 Uhr passieren wird. 19 Uhr ist immer die magische Hearthstone-Zeit. Oh, LOL, Gio! Oh Mann, Bro! Danke für den Sub! Wie geht's dir? Warum kriegt eigentlich Gio einen Alert und der Resub kriegt keinen? Interessant. Danke, Mann! Okay, wir suchen Damage. Hui! Okay. Scheiß drauf, Leute. P -p gegen Druid, der viel Armor holt, müssen wir auf jeden Fall viel Schaden holen. Ja, natürlich gibt es den Banner. Auf jeden Fall. Es ist nichts bekannt darüber. Flex über den Modus. Finde ich auch ganz gut so. Okay, let's go. Katro brauchen wir vermutlich eh nicht wegen Aluneth. Mal schauen. Ja, bis morgen mal sammeln. Ja, mir geht's super, Gio. Ich hoffe, dir auch, Mann. Habe ich gestern schon sehr über deinen Twitter-Post gefreut. Okay. Wie gut ist für mich Mana Bind? Also es ist ziemlich offensichtlich ein Hadranox-Druid. Das heißt, er könnte Spellstone spielen, Wildgrowth, Path, Summons, Nourish. Brauchen wir alles nicht. Ich möchte wahrscheinlich eher ein Counterspell aktiv haben. Ja, die Arcane Keysmith ist niedlich, ne? Deswegen heißt das Deck auch Keysmith Deck. Ich habe so viele Beschwerden bekommen, weil ich so viel vergessen habe. Ernsthaft? Ja, ich habe es schon gesehen, bei so ein paar habe ich es gesehen, wo ich verlinkt war. Bye, bye, Branching Path. Was für ein Unsinn. Als ob man alle auf Twitter verlinken könnte. Ist doch kein Weltuntergang. Oh Mann, gegen Druid ist halt so hart wegen der ganzen Armor.
trade ich's jetzt weg? Ja, ich denke schon. Wir sind die neuen Karten so, hab nicht einmal gespielt seit dem Update. Ah, ich auch nicht sonderlich viel, muss ich zugeben. Die neuen Karten sind okayisch. Also ich finde es jetzt nicht übertrieben krass oder so. Es sind ein paar nette Decks dabei, es ist viel Cancer dabei. Das Typische. Ich habe noch nicht intensiv genug gespielt seitdem, dass ich da jetzt wirklich was krasses zu sagen kann zu meiner Verteidigung. Also im Endeffekt hat der Druid eigentlich schon gewonnen. So theoretisch. Ich versuche einfach alles zu counterspellen, was er hat. Sein Swipe jetzt, den er ziemlich wahrscheinlich raushaut. Ich versuche einfach alles zu counterspellen. Oh, du bist schon mal bei. Das ist gut. Und du bist auch bei. 8 Mana do nothing. Boom. So stelle ich mir das vor. Okay, so. Das heißt, jetzt müssen wir Tempo machen. Holy moly. Das ist jetzt nicht ganz das Tempo, was ich mir wünsche. Aber einfach nochmal Counterspell draußen haben. Ist echt gar nicht so kacke. Ich spiele das immer 3 Wochen, dann raste ich aus und lasse erst so ein halbes Jahr liegen. Ja. Ich wünschte, ich würde das auch tun können, Gio. Ich bin leider nicht so vernünftig wie du. Oh, fuck my life. Ich meine, ehrlich gesagt ist es okayisch, weil wir Pyroblasten den einfach. Und dann gibt er 10 ins Gesicht. Und plötzlich haben wir sogar eine Chance, das zu gewinnen. Weil er schon 2 Branching Paths in. Weil schon 2 Branching Paths in meinen Counterspell rein sind. Wie gut, dass ich. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Hi! Oh, well played! Oh, well played! Yes! Oh, ins Gesicht! Ah, Mage, I love you! Ah, es liegt einfach an der Jaina. Pure Liebe. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir vor allem eure Meinung unten in die Kommentare. Falls ihr noch mehr sehen wollt, checkt einfach mal dieses oder dieses Video aus, falls ihr es noch nicht kennt. Lasst ein Follow auf Twitter, Instagram, Twitch natürlich da, wenn ihr Bock habt. Kommt auf unseren Discord oder lasst ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr Bock auf weiter tägliche Hearthstone-Action habt.